Einen wunderschönen, Leute, ihr werdet nicht feststellen, ihr werdet es nicht glauben. Ich bin hier auf Fortbildung, ich bin nach Rothenburg gefahren. Westerstede ist schon Kacknest, sage ich euch, ne? Aber Rothenburg ist schlimmer. Ich sitze im Zug, komme aus Hannover, erstmal kompletter Kulturschock. Aus der Kleinstadt nach Hannover, alle springen einem vor die Füße, alle stolpern über deinen Koffer. Ich habe übrigens knapp 30 Kilo Gepäck mit für 5 Tage. 1000 Jacken. Und es ist grauenhaft. Und mich mit dem Zug nach Rothenburg gefahren. Und er fährt und er fährt. Und wir hatten nur noch 3 Minuten Fahrzeit. Und auf einmal sagt er, ja, nächster Halt, Zug endet hier, Rothenburg. Ich gucke raus. Wiesen, Felder, Rehe, Pferde, Schafe, kein Haus. Ich komme an. Das war schrecklich. Es ist wirklich schrecklich hier. Hier ist nichts, hier ist gar nichts. Die Taxifahrerin hatte einen selbstgestrickten, schlammfarbenen Pullover an und eine braune Korthose und sah aus wie ich, wenn ich morgens aufstehe. Und ich habe sie gefragt, und was ist hier los? Sie guckt mich an, wie lange wollen Sie bleiben? Also, wenn hier nur tot über den Zaun hängst, möchtest du nicht. Die haben noch nicht mal Bushaltestellenhäuschen hier, die haben gar nichts. Dann komme ich hier in die Jugendherberge. Also gut, WLAN haben wir hier. Ich hoffe auch im Zimmer. Also wir haben jetzt alle Einzelzimmer. Wir sind ja eigentlich alle erwachsen, aber wir haben alle Einzelzimmer. Habe ich gesagt, so, ja, Einzelzimmer, zumindest Ruhe, keiner schnarcht, keiner quatscht dich voll. Ja, scheiße, pass auf, ich zeige euch mal das Einzelzimmer. In Kackbraun mit Feldbetten. Freunde, kein Spaß. Das ist kein Geschenk. Ja, ich werde euch regelmäßig auf dem Laufenden halten. Ich denke, wir werden hier eine Menge Spaß haben. Wir gehen jetzt gleich raus und wollen Sport machen. Also kein Hallo, wie geht's? Wer bist du überhaupt? Wir machen hier Sport. Ja, ich melde mich später. In diesem Sinne, holt mich hier raus, ich will nach Hause. Tschüss. Hallo. Wir hatten jetzt unsere erste Sporteinheit. Wir sind gefühlte 15 Mal um die Jugendherberge herumgelaufen. Dann gab es Essen. Wir kommen in den Essensraum rein. Und ja, haben uns schon voll gefreut, weil wir hatten echt Schmacht und viele sind noch echt von weit angereist. Sehen ein großes Salatbuffet, das war schon mal toll. Haben wir gedacht, ja gut, so viel kann nicht schief gehen. Ich habe versucht zu erschnüffeln, was es denn zu essen gibt, aber es war so undefinierbar, konnte ich nicht zu sagen. So, dann sagten die auch noch, setzt euch schon mal hin, es gibt gleich Suppe. Wir so, wow, Vorsuppe. Da kommt noch einiges auf uns zu, ja. Lasst sich überraschen. Es steht sogar Vanillepudding, so mit so einem Schokodeko da oben drauf. Haben wir gedacht, oder habe ich gedacht, so Mensch. Hier bist du richtig. Ja, scheiße. Also erstmal gab es eine Suppe, die überhaupt nicht zu definieren war. Zu versalzen. Eine Mischung aus, ich schätze mal, Möhren, Brokkoli, Lauch und Salz. Dann der Salat, okay, den konnte man sich ja selber zusammenbasteln. War halt Salat. Nichts Außergewöhnliches. Und dann kam der Kracher. Das Essen. Also, es gab Kartoffeln. Da weiß ich nur, dass es Kartoffeln waren aufgrund der Form. Die haben keine Konsistenz einer Kartoffel, die haben nicht geschmeckt wie Kartoffel und die haben nicht gerochen wie Kartoffel. Es kann auch sein, dass ich irgendwas ganz, ganz Neues probiert habe, aber bin der Meinung, dass es Kartoffeln hätten sein sollen. Das Putenfleisch war okay und das Gemüse auch, aber ich möchte nach Hause. Ich möchte einen Burger oder ich möchte Nudeln. Und ich möchte irgendwas ganz Normales. Ich will nach Haus. Mir geht's ganz, ganz schlecht hier. Und ich habe kein Internet in meinem Zimmer. Ich habe eben schon geguckt und das ist ganz furchtbar. Ich habe gedacht, jo, kannst dich nachher schön ins Bett schmeißen, kannst deine Serien gucken. Oh Leute, und das Allerallerschlimmste. Also, wir haben jetzt Sport gemacht und wir sind alle verschwitzt und wir stinken alle und das ist alles total eklig. Ich meine, es macht hat Spaß gemacht, war okay. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, guckst du mal, weil in deinem Zimmer, wir haben ja keine Duschen im Zimmer, was ja schon mal an und für sich scheiße ist. Ich los und habe dann geguckt,
Es gibt einen Wasch- und Duschraum und Toilettenraum. Das heißt, wir teilen uns hier mit 6 oder 8 Frauen auf einem Flur zwei Duschen. Die Duschen sind ungefähr so groß wie eine Toilettenbox mit Spülkasten. Also Meter mal Meter mit Vorhang und Vorraum. Also ihr könnt euch vorstellen, dass man da in der Dusche so steht und sich so die Haare einschäumt. Das ist kein Geschenk. Das ist kein Geschenk. Das heißt, wir müssen quasi einer von uns um 5 aufstehen, damit dann alle fertig geduscht sind, wenn es um 8 Frühstück geben soll. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Hallo an alle, die da, wo was los ist. Ja, mittlerweile ist es jetzt 7:45. Wir haben die letzte Sitzung hinter uns. Wir haben jetzt Feierabend quasi. Wir haben nochmal Sport gemacht. Wir haben nochmal geschwitzt und es ist richtig eklig. Und warum ich so gut drauf bin, es gab vernünftiges Essen. Also es gab so, ja, so Jugendherberge, so ein bisschen Salatkrams und Gurken und Kohlrabi und Möhrchen und Salat und nochmal Salat und so Wurst und Käse und Brötchen. Und das konnte man wenigstens essen, das hat sogar geschmeckt, es war sogar richtig lecker. Und ja, das hat mein Gemüt dann doch irgendwie sehr erfreut. Ja. Ich habe überlegt, wenn ich jetzt abends Zeit habe, kann ich ja auch ein paar Schminkvideos machen. Problem ist nur, dass die Beleuchtung hier dann doch nicht so prickelnd ist. Zwar besser als bei mir zu Hause, aber ich glaube auch hier. Vielleicht probiere ich es, ich weiß es nicht. Mal sehen. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Wir gehen jetzt gleich runter, weil hier oben in meinem Zimmer habe ich nämlich kein Internet. Und eine andere hier, die hat auch noch einen Laptop mit. Wir versuchen jetzt in der kompletten Jugendherberge, wo wir übrigens auch ganz alleine sind. Wir, keine Ahnung, 15, 16 Leute, versuchen wir jetzt an jeder erdenklichen Stelle, wo Steckdosen sind, Internet zu kriegen, damit wir auch Kontakt zur Außenwelt haben. Ich hatte vorhin schon welchen. Und Hase, ich vermisse dich. Und du fehlst mir ganz doll. Und das finde ich gut. Ja, jetzt mal wieder ernst. Und ich versuche jetzt so bei jeder Möglichkeit einfach mal so ein kleines Update zu machen, wie denn so dieser lustige Tag hier ist in der Welthauptstadt zu Rothenburg. Ich meine, wie gesagt, Westerstede war schon echt anstrengend, weil man vor lauter Kreativität an Überspielung der Langeweile schon gar nicht mehr wusste, ob man Männchen oder Weibchen ist. Falls ihr den Satz jetzt verstanden habt. Ja. Gut, ich werde jetzt endlich mal duschen gehen und da freue ich mich schon ganz unheimlich drauf, weil wir machen die ganze Zeit Sport. Wir machen echt die ganze Zeit Sport. Und das muss halt echt sein. Also ich werde mal gucken, wie ich da jetzt zurechtkomme, weil Duschen sind halt echt total klein. Also das ist wirklich so, man steht da glaube ich so auf Laptop-Größe, also quasi so auf 15 bis 17 Zoll. Und der Wasserstrahl, ich bin mal begeistert. Ich mache danach einfach nochmal ein Video und sag euch, wie die Duschen sind. Die sind bestimmt scheiße. Da habe ich wieder schön viel zu erzählen. Bis dann. Tschüss. Ja, ich habe jetzt die letzten Minuten in den Hallen der Feuchtgebiete verbracht. Auch da fällt meine Resonanz nicht unbedingt positiv aus. Da sagt einem quasi das Schamhaar der Vorgängerin guten Tag und der Fußpilz auf Wiedersehen. Duschen muss sein. Ach, nee, nee. Nee. Mir gefällt es hier so rein optisch insgesamt nicht so sehr. Also sonst, der Lehrgang selber ist okay, der macht Spaß, das ist witzig, soweit. Aber so die Umstände. Und ich meine, nicht, dass ich das blöd anhört. Ich bin auch wirklich nicht pingelig. Ich esse wirklich bis auf ganz, ganz minimale Kleinigkeiten alles. Und ich habe auch irgendwie. Ich bin generell nicht wirklich pingelig. Ich meine, wer schon mal bei mir zu Hause war, der weiß das. Aber ich finde es schrecklich hier. Ich finde es irgendwie ganz schrecklich. Das war mein Akku. Ich will nach Hause. Ich gehe jetzt nochmal runter und gucke, ob ich irgendwo Internetempfang habe. Und dann gehe ich ins Bett. Jetzt ist es 9:04. Ja. Gut. Tschüss.